Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hackbox von Summer Jam. Wie immer findet ihr alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes unter diesem Video in der Videobeschreibung. Summer Jam Hack, die Box, ja, Standard-Klappbox hier zum Aufklappen, ihr kennt die. Und vom Design her, ihr seht, ein Spielautomat, also erinnert sehr stark an so einen typischen Novolan Spielautomaten. Banger Musik steht hier oben. Hier steht auch noch Feierabend, Bowl Shanks. Hier noch BBB, also Babas, Babis, Bargeld oder später dann Du Weißt und Bargeld. Banger Modus steht hier noch, Scorpion King, Sucuk und Champagner, Haiwan Modus. Stopp, Start, also sehr viele Summer-Elemente hier eingebaut. Auf der Rückseite lesen wir nochmal den Interpreten, Summer Jam, sonst nichts. Unten blank schwarz. Auf der Seite ebenfalls nochmal der Schriftzug Summer Jam zu lesen. Obenfalls ebenfalls schwarz. Obenfalls ebenfalls schwarz. Oben ebenfalls schwarz. Und die Rückseite genauso. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, eine Instrumentals, das Poster, ein Spielkartenset, zwei Sticker, eine unterschriebene Autogrammkarte und das Album im Pappschuber. Und wie so oft ist hier extra eine Aussparung für das Album eingeklebt in die Box. Das heißt, ihr könnt das Album natürlich wieder hineingeben. So, wir fangen wie immer mit dem Album an sich an. Auch wieder diese Automatenoptik, Spielautomatenoptik. Und hier hinten sehen wir bereits die Tracklist. 19 Stück an der Zahl, plus DVD und Instrumentals. Und wir haben hier Features von Casey Rebel, Farid Bang, Majo, Kurdo und das war's. Ja, bis auf Kurdo, alle direkt bei Banger Musik, beziehungsweise einen habe ich vergessen, Echo Fresh. Echo natürlich aus der alten Sherman Dream Zeit. Und Kurdo war auch schon diverse Male mit Summer in Verbindung, also keine große Überraschung bei dieser Feature-Liste. Gut, ohne Pappschuber ist das Cover dieses hier. Wir sehen Summer vor diesem Automaten, vor dieser Casino, ja, Optik, wie er sich die Kappe hält, Hack, Rückseite 1 zu 1, wie auch schon auf dem Pappschuber. Wenn wir das Ganze öffnen, dann haben wir hier das Booklet. Wenn wir mal einen Blick hineinwerfen. Hier haben wir die Tracks einzeln nochmal aufgelistet, inklusive Bilder von Summer. Und hier zieht sich weiterhin diese Automatenoptik durch. Die Tracks alle angeführt, aufgelistet. Scorpion King. Hier haben wir dann die Credits zu den einzelnen Tracks. Also wer die Features, also die Features hat man vorher schon gesehen, aber wer zum Beispiel verantwortlich ist für Text, für Beat, Produktion und so weiter. Bonustracks. Und hier zum Abschluss noch ein Roulette-Rad inklusive Hundertern. Sehr schön. Also es zieht sich wirklich diese Automaten-Casino-Optik durch und durch. Booklet gehen wir mal zurück. Ihr könnt euch natürlich jetzt auch entscheiden, nachdem das hier zwei Seiten hat, Wendecover, könnt ihr natürlich auch statt dem guten Summer auch diese Automaten-Optik reingeben. Nachdem ihr die Automaten-Optik sowieso hier auf dem Pappschuber und auf dieser Papphülle haben, werde ich das Ganze jetzt mal so wieder einbauen, dass wir Summer draußen haben. So, die CD in schwarz gehalten, Summer Jam in Leuchtschrift. So sieht das Ganze aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die DVD. Also das dürfte diese Scorpion King DVD sein, die auch schon mehrmals in den
Videoblogs und Anzahlen angekündigt wurde. Die Geschichte des Scorpion King ab 12 Jahren. Gut, zurück in den Pappschuber. Und weil ich gerade DVD in der Hand hatte, wir hatten hier auf der Box auch noch einen FSK 12 Aufkleber. Den habe ich nur jetzt schon im Vorhinein weggemacht. Ja, also wenn ihr die Box kauft, dann gehe ich mal davon aus, dann habt ihr noch hier diesen 12er Sticker draufkleben. Gut, dann haben wir die Instrumentals, wie so oft in einer Papphülle. Rückseite kennen wir bereits. Und die CD, genauso wie das Album, nur diesmal nicht orange, sondern blauer Schriftzug, Summer Jam, und hier unten eben der Zusatz Instrumentals. Sehr schön. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte von Summer, hier in Rot mit rotem Stift unterschrieben. Und Summer hört hier SMS-Audio, also mit SMS-Audio-Kopfhörern. Und hier hinten finden wir ebenfalls SMS-Audio aufgelistet, beziehungsweise Social Media und Internetauftritte von Summer, den Bängern und SMS. Ja, Farid bzw. Banger Musik hatte ja, wie ihr vielleicht wisst, oder hat immer noch eine Kooperation mit SMS Audio. Ich glaube, die wurden ja damals von 50 Cent gekauft. Also das komplette Unternehmen gehört meines Wissens nach wie vor 50 Cent. Und die haben eben eine Kooperation und sind unter anderem eben Werbeträger für diese Kopfhörer. Dann haben wir zwei Sticker. Einmal Hack bzw. Hack the World. Ist ja auch schon des Häufigeren von Summer Jam getragen worden, die Kleidung von Hack. Hack the World, Hack the World, glaube ich, heißt Heavy Attractive Kanak, HAK, quadratisch, und der andere die Weltkugel, rund. Okay, dann haben wir ein Poster, kurz Platz schaffen, ein Doppelposter haben wir hier. Auf der einen Seite haben wir wieder diesen Automaten, Hack, wie er auch schon auf dem Cover zu sehen ist. Und auf der Rückseite haben wir eine Abbildung des Künstlers. Hier sitzt Summer Jam in Nachdenkerpose mit roten Schuhen auf einem Sessel, auf einem Stuhl, einem Lehnstuhl. Ja, also wenn ich mich entscheiden würde, würde ich definitiv diese Seite nehmen. Da mir diese Automatenoptik jetzt nicht so gut gefällt und man hier den Künstler sieht, das ist aber ein ganz gutes Foto hier mit der Belichtung und den Schatten, gefällt mir. Okay. Und dann haben wir noch das Kartenspiel. Musik-Kartenspiel. Okay. Hier haben wir zwei Karten, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht zuordnen kann. Eventuell sind das Joker. Dann sollte es eigentlich 4 geben. Egal, wir legen die mal beiseite. Und dann haben wir natürlich, ja, hier sehen wir es, Mitglieder von Banger Musik in diesen Karten verarbeitet. Also das dürfte dann der Herzkönig Casey sein. Dame. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist Mo, aus dem Management von Banger Musik. Was haben wir noch? Wir haben Pick. Nein, Entschuldigung, das ist Mo. Der erstgezeigte Junge dürfte Ralle gewesen sein. Also die beiden Herren aus dem Management von Banger, Mo und Ralle. Das dürfte Summer selbst sein. Summer ist der Pickkönig. Dann haben wir Caro. Ja, das ist die Frage, wer das sein soll. Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Aber das dürfte dann wohl Majo sein, der Caro-König. Der Kreuzkönig Farid und der Kreuzjunge ist dann wohl Jasko. Also die gesamte Banger-Familie hier in diesen Karten verewigt. Und es ist ein ganz reguläres Kartenset. Also ihr kennt das mit 4 Farben. Kann man so ziemlich jedes erdenkliche Kartenspiel damit spielen. Und das habt ihr hier in dieser schönen Hülle. Banger-Musik und hier ebenfalls. Nochmal größer mit den Handschuhen. Das Label mit dem Boxhandschuh. Okay, und hier unten lesen wir noch, wenn man das sehen kann,
Black Roses Playing Cards. Also die dürften das Kartenspiel angefertigt haben. So, dann nehmen wir das zurück in die Hülle. Und dann haben wir zum Abschluss noch das T-Shirt. Das Scorpion King T-Shirt. Komplett in schwarz und weiß gehalten. Wir haben hier großen Schriftzug Scorpion King. Banger Musik. Hier steht dann noch Helal Money Hack. Und hier sehen wir eben ja, mehr oder weniger Euroscheine, die hier von dem Scorpion King aufgespießt werden. Interessanterweise, also wir haben keinen Neckprint, hinten ist nichts. Interessanterweise haben wir hier keinen Zettel. Also der dürfte entfernt worden sein. Man sieht hier sogar noch die letzten Reste, die letzten Fäden. Das wurde rausgetrennt. Eventuell haben wir hier noch in den Seiten irgendwo einen Pflegehinweis, irgendeinen eingenähten Zettel, aber ich befürchte, nein. Okay. Fühlt sich an, also ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht nur Baumwolle ist, sondern auch ein bisschen Viskose, Elastan, so etwas in die Richtung, da das T-Shirt kein so ein 0815 100% Cotton-T-Shirt ist, sondern zusätzlich zur Baumwolle noch irgendwie Elastan oder so drinnen sein dürfte, da das Ganze doch etwas, ja, etwas elastischer ist und glaube ich auch enger am Körper anliegt als so ein reguläres Baumwoll-T-Shirt. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht, damit ihr hier noch einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier den Schriftzug Scorpion King quer über die Brust bzw. den Bauchbereich. Wie gesagt, mein Fall ist das jetzt nicht so, mit so einem großen Skorpion, der Euroscheine aufspießt, herumzulaufen, aber das ist natürlich Geschmackssache und ihr könnt dies natürlich gerne anziehen. So, und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das gezeigte T-Shirt in schwarz und weiß. Dann haben wir einmal das Doppelposter. Auf der einen Seite Summer, auf der anderen dieser Spielautomat. Diese zwei Sticker. Hack the World in rund. Heavy Attractive Kanek in rechteckiger Form. Die unterschriebene Autogrammkarte von Summer. Das Banger Musik Kartenspiel in dieser Hülle, in diesem Kartenset. Und das Album im Pappschuber inklusive Instrumentals und DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box. Summer Jam Hack. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.